So, da wir den Ausgang, dann einmal Transport. Wetterschienenschütte. Blapp. So, da hat er irgendwas raus reingenommen. Egal. Weil, so habe ich das ja eingestellt. Gut, dann hätten wir es fast. Dann schicken wir den nochmal los. Der hat da alle Einstellungen drin. Wir können ein bisschen... Ja, was waren das nochmal? Ich brauche nochmal die Webseite. So, waren wir das denn? Blub, 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 blub. Rocket, Rocket, Rocket. Ja. So viele Kilometer waren das? 20.000, nicht wahr? Ja, 20.000. Mit einer Petroleumrakete. Fuel Tanks. Research, Cargo Bay. 1, 2. Oxylit. Okay. Dann einmal 3,7. So, dann auf 0. Zurück. Und jetzt einmal 500. Bam. So, der wartet auf Gold. Ich hoffe, wir haben genügend Gold. Ja, etwas. Ja, da haben wir gar keinen Zugang. Der Zähler nochmal zurücksetzen und rein dort. So, da können wir auch mal eine Leiter runterbauen, weil da verlieren wir ein bisschen Oxalit. Das wäre blöd, wenn das weiter passiert. Ja. Nein, nicht unerreichbar. Die machen es aber nicht. Gut, die transportieren das jetzt manuell dort weg. Das schieben wir dann gleich runter, damit die nicht immer hier und her rennen. Dann macht das die Maschine selber. Gut, Oxalit mitgenommen, wird runter transportiert. So, wir verlieren zwar immer ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Gut, dann wieder zurück zu der Maschine. Ach du meine Güte. Er braucht noch Strom, das ist das Wichtigste. Wir müssen eigentlich die schweren Kabel hier rüberlegen. Da ist das wenige Metall. Den schließen wir mal da an, schön sparsam, dann wäre ein bisschen Eisenerz. Wir schließen das mal da an. Und das schließen wir dann mal da an. Und dann bauen wir da einen Weg rüber. So. So, die Wasserkühler noch nicht bauen. Und hier drinnen das auch noch nicht. Die Wasserkühler müssen wir nämlich selber bauen. Aus einem anderen Material. Okay. Dann ist mal das Wichtigste dort. Und das hier. Wir haben einen schönen Schildgenerator, den brauchen wir auch. Das ist ganz wichtig. So viele Currybohnen haben wir immer noch 36. Wann gibt es neue... neuen Ingwer? Ja, dauert noch. Egal. Es läuft. Und das ist ganz nett. Wir haben einen Überdruck an Erdgas. Das ist mir auch egal. Wenn das gesamte Rohr voll ist, reicht das. Wir müssen das nämlich nicht für Energie reinhauen. Ja, okay, wir haben genügend Speicher für die Petroleumgeneratoren. Oder jetzt Ethanol-Generatoren. Wir brauchen nur noch Ethanol. Wasserstoff wird auch ein bisschen gesammelt. Wir bräuchten eigentlich... Ich weiß nicht, wie viel brauchen wir? Wir haben die Rakete auf. Wir können das ja nochmal nachrechnen. Berechnen lassen. 180.000. 180.000 Kilometer. Wir nehmen einmal einen Hydrogen-Generator. Haben wir den schon erforscht? Nee, haben wir nicht. Da fehlen uns noch Dingenspunkte. Also wir müssen im Petroleum die Rakete nochmal losschicken. Okay, Hydrogen. Wir nehmen dafür Liquid Oxygen. Wir nehmen keine Cargo Base.
2436 Kilogramm Sauerstoff und Wasserstoff. Okay. Na gut. Das kriegen wir schon hin. Wir haben ja jetzt schon gerade 150 Kilogramm. Ah, da muss ich ein bisschen Wasserstoff, Wasser verbrennen. So, da müssen wir jetzt, ja, wir müssen mal die Stromverbindung erhöhen. Also erstmal bauen. Bauen. Strom. Erstmal das Wichtigste, die Leiter. Dann die Stromverbindung, das ist da. Die läuft dort entlang, die läuft dann hier runter. Dort. Darunter. Darüber. Das können wir auch noch bauen und dann da hoch. Und dann das. Super. Das hätte er ja nicht aufbauen können, während ich gewartet habe, bis die Wurzeln wachsen. Naja, so ist das. Bin froh, dass die Regolith-Anlage funktioniert. Da waren noch ein paar andere Designs davor. Ein kleinerer Wassertank, in dem ich einfach nur kurz was reingeschickt habe. Aber jetzt läuft es hier viel flüssiger durch. Was ich nur hätte verbessern können, wäre, war das hier unten. Es war zu leichtsinnig, dass ich da nur eine Zelle freilasse. Eigentlich hätte es hier durchlaufen können. Ja, aber okay. Jetzt ist es so, wir brauchen nicht mehr so viel Regolith. Wir haben genügend dort. Und ich habe endlich die anderen Wühlmäuse dahin gelegt. Das Ei kann da auch noch weg. Schon wieder fehlt da eins. Den Fehler hatte ich, als ich gewartet habe mit dem Ei. Und zwar war das Ei da hinten. Jetzt ist es da. Und ich kann es nicht auswählen. Gut, egal. Jemand verhungert? Ich hoffe, das geht noch. Ja Gott, das darf mich wieder ein bisschen ärgern. Wenn die ganze Zeit verhungern. Sehr gut, genau das habe ich gebraucht. Oh, jemand verbrüht sich, weil er im Wasser sucht. Nee, da hinten. Okay, der Wassertank ist aber nur ziemlich heiß. Und die Handpumpe geht kaputt. Das deaktivieren wir aber. Ihr müsst die nicht mehr reparieren. Aus welchem Material ist die bitte, dass die kaputt geht? Quartit. Und die geht nicht kaputt? Ach, weil das dort heißer ist. Okay. Die deaktivieren wir mal. Ja, die Temperatur ist eigentlich auch in Ordnung in der Basis selber. Außer dort, wo die schlafen. Ja, das ist ein bisschen, es ist halt sehr heißes Wasser vom Geysir. Mein Setup, um das Regolith auf die richtige Temperatur zu bringen, war bei weitem nicht so ausgereift. Dann hast du einen Weg gefunden, der viel besser ist. Meins ist, blöd. Also, eigentlich nicht blöd. Es kühlt dir auf zwei, also durch zwei, Etappen. Aber, ich mag's nicht. Es hätte besser sein können. Was war denn deine Methode? Alles reguliert auf den Haufen werfen, damit irgendwann mal die richtige Temperatur rauskommt? Ich meine, warum eigentlich nicht? Oder man lässt es einfach? Nee. Durchs Wasser laufen? Nee, wir können ja noch 125 abkühlen wieder. Was ist denn da los? Düngung. Ja, wir haben aber genug Hapsbohnen, ne? Es geht noch. Und selbst wenn. Wir haben 208 Kilogramm, das ist genügend. Temperatur da drin ist auch super. Minus 12 Grad. Gaspumpe ist kaputt. Ja, kaltes und heißes Regolith auf dem Haufen, bis es passt. Dachte ich mir auch, aber dann habe ich gesehen, ich habe einfach zu viel heißes Regolith. Wahrscheinlich wollte ich einfach, habe ich mir den Gedanken gespielt, dass ich einfach das obere nehmen kann und auch verwenden kann, weil ich meine, da oben liegen Tonnen an Regolith. Das sind halt 300 Grad. Und ja, jetzt habe ich da unten das nicht verwendet.
Die Bergern Rikolith habe ich auch nicht verwendet. Und das habe ich trotzdem die Anlage. Ich habe einfach nicht das Metall dafür, um das hier runter zu transportieren. Ich traue mich nicht, das zu bauen. Und ich brauche es eigentlich auch nicht mehr. Wir haben hier noch genügend. 25 Tonnen. Wir haben 50 Tonnen dort. Auf der richtigen Temperatur. Es reicht für den. Ich habe es meine Dupe machen lassen. Die können nicht so viel tragen, da kann man es gut dosieren. Schlau. Da kann man immer hin und da ein bisschen was nehmen. Man mixt das schön in so einen Lagerbehälter zusammen. Da wirft man immer das, was man zu viel hat, raus. Ah. Ja. Gut. Ist eine gute Idee. Ich habe halt das. Ich freue mich, wenn ich es wieder abbaue. Was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Ich kann das Wasser hier wieder zurückleiten. Und hoffen, dass es mal vielleicht um 2 Grad sinkt. Der schöne Wassertank, bevor er dann wieder überhitzt. Ja. Das hier kann ich leider nicht entfernen, diesen Kühler. Der ist ja nämlich dafür da. Der hält sich wirklich wacker, der Kühler. Hält das schön auf 20 Grad. Während wir hier 90 Grad haben. Während wir hier das hier haben, vom Öl. Die Batterien oben und unten. Ach ja. So, Oxidit haben wir 1422. Das müsste eigentlich reichen. Es ist nur unerreichbar, das Lager. Deswegen öffnet das. So, auf 0 zurücksetzen. Gut. Ja, der macht das schon. Außer er denkt jetzt, oh, ich muss jetzt essen gehen. Er lässt das Oxidit fallen. Wie hier jetzt. Mhm, sehr gut. Da verschwinden meine schönen Kilos an Oxidit. Ach, ist das herrlich. Ach, ist das schön. Da freut sich doch eh darüber. Schön. Nimm das bitte mit. Ja, das kannst du noch da reinfüllen. Das ist toll. Nimm das mit. Gut, danke. Gut. Sehr schön. Dann starten wir mal die Rakete. Der kann zum Glück nicht mehr aussteigen, seitdem ich das Kabel hier abgetrennt habe. Aber alles das, nur das Gute für Amari. Er ist wacker, er ist mutig. Er geht wieder in den Weltall. So, raus mit dir. So, da bringt er nochmal Fullerin mit und dann machen wir nochmal eine Mission, in der er dann nochmal Wissenschaftspunkte, also Datenbänke mitbringt. Das ist ganz gut. So, der Hydrosensor funktioniert. Warum habe ich das nochmal offen gelassen? Das war wegen Achso, wegen der Handpumpe. Das ist knapp, das ist riskant, aber es geht. So, wir müssen immer noch ein bisschen Oxalit herstellen. Jetzt verhungern die alle. Aber das ist kein Problem. Wir haben eben 340.000 Fleischhexalin eingelegte Mahlzeit. Nett. Wäre doch 36. Ja, die können eigentlich mal essen gehen. Das wäre toll. So, wann hast du die neuen Stacheln? Nicht bald. Ich hoffe, das reicht dann. Damit wir genügend. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. Wie viele liegen da im Lager rum? Im Lager liegen 800 Gramm Currybohnen. Ich weiß nicht, wie viel, was das für einen Gegenwert hat. 4000. Okay. 800 sind 4000. 800 sind 4000. Okay. Okay. Er kann halt nur ganze Kilogramm-Einheiten weghauen. Das heißt, wenn das 4000 Kalorien sind, dann müssen wir immer die Grammzahl mal 5 rechnen. Dann hätten wir die Kalorien. Das ist bei 36.
36. Ne, das war ein Gramm. Ah, jetzt bin ich schon wieder durcheinander. Nochmal zurück. Ich bin müde. So, ich schlieb das immer auf das Müdesein. Currybrunnen, 800 Gramm. Entspricht 4000 Kilokalorien. Wenn die Anzeige da richtig ist, ich hoffe, die ist nicht falsch. 800, 4000. Okay, dann passt das. Wo bist du nochmal? Das ist falsch, das ist richtig. So. So, dann müssen wir einfach nur die Grammzahl mal 5. Dann hätten wir es. Das heißt, wir haben 36 Kilogramm dort. So. Das heißt, 36.000 mal 5. Wir haben schon 180.000 Kilokalorien an Currybohnen. Ist das richtig? Aber... Ich hatte bei weitem nicht genügend Tonikumwurzeln dafür. Warum ich die trockne? Damit sie nicht verderben. Ich hätte gern, dass alle Ziele gleichzeitig fertig sind. Außer natürlich das mit dem Zeitriss. Das kann ich schlecht richtig timen. Aber mit dem Erdgas hätte ich das gerne getimed. Mit den Currybohnen. Und damit sie halt nicht... Also ich möchte nicht, dass sie verderben. Ich hätte genügend? Ich bin mir unsicher, weil ich hätte nicht genügend. 5000? Ja. Solange das Tier weiter produziert, passt das. Die sind immer noch nicht fertig mit dem Kabel, damit sie das hier in Betrieb nehmen können. Das wird lange dauern da oben. Und ich habe nicht mal den Platz dafür, damit ich die Anzüge hier weiter bauen kann. Wie viel brauchst du fürs Ziel? 50.000, oder? Ja, das waren... Warte, ich kann es mal zeigen. Das ist falsch. Ja, 50.000 Kilokalorien. Ich bin mir unsicher, aber ich habe jetzt... kann ich das nicht verschieben? So. Ich habe jetzt 36 Kilogramm an getrockneten Currybohnen. Ich bin mir noch mal unsicher, was das für ein Gegenwert war. Ich glaube, Es war, glaube ich, 1 für 1 Kilogramm und 1 war, glaube ich, 10.000. Ne, 1 war, glaube ich, 1000 Kalorien wert. Ich glaube, so war das, genau. 1 Kilogramm getrocknete war, glaube ich, 1000 Kalorien. Genau, so kam ich auch wieder auf die Rechnung drauf. Was ich gerechnet habe. Wir hatten nämlich nur 36, deswegen haben wir jetzt 36 im Lager. Ich brauche noch 4. Ich wollte die einfach schon mal herstellen. Und deswegen sind jetzt getrocknet, lecker frisch dort. Also eigentlich nicht lecker und auch nicht frisch. Die werden frisch, wenn wir Wasser draufkippen. So, das kann ich wieder wegmachen. Und Steingas muss ich auch noch machen. Dann müssen wir... Ich hoffe, das wird nicht zu schwierig. 800 Kilogramm. Steingas habe ich ja schon mal erzeugt. Auch wenn die gesamte Kolonie gestorben ist. Aber ich denke diesmal, wenn ich einfach nur das beachte... wo ist meine Metallraffinerie? Die ist ja diesmal oben. Und ich einfach nur beachte, was da drauf steht da unten, dann wird das schon gehen. Müsst ihr schauen, wie hatte ich mir das damals vorgestellt, wie ich das mit Steingas mache? Ich wollte flüssiges Glas haben, das ich zu Steingas hitze. Und ich wollte mit der Metallraffinerie Glas zum Steingas rüberbringen, aber dafür müsste ich erstmal geschmolzenes Stahl haben. Genau, ich wollte Stahl einschmelzen, das war's. Weil Stahl eine super Temperatur hat. Und zwar Stahl wird... So, geschmolzener Stahl wird erst zu Gas bei 3826 Grad. Und friert erst, also wird erst wieder fest bei 1083 Grad, was eine super Temperatur ist. Besser als Eisen an sich. Weil das geht ja schon bei 1500 Grad wieder in den festen Zustand über. Der Stahl einfach besser. Das wollte ich nehmen.
Genau. Und ich wollte erstmal Stahl verflüssigen, dann später das Stahl hier reinpacken in die Metallraffinerie und das Stahl dann erhitzen, damit ich das Glas am Ende zu Steingas rüberbringe. Ich glaube, das war's. Also wieder zwei Stufen, aber das geht dann. Also ich denke mir, dass es nicht so schwierig sein wird. Zumal, wenn ich kann es hier einfach irgendwo hier unten reinbauen. Hier in diese Ecke zum Beispiel. Da kriegen wir das schon hin. Und für mich war Steingas eine Premiere. Habe ich zuvor noch nie gemacht. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich werde dann mal sehen, wie ich das gut hinbekomme. Ich hoffe, es wird ganz nett. So, Steinhätschlinge brauche ich eigentlich nicht mehr. Wenn wir die Rakete hinbekommen, können wir die gesamte Anlage hier wieder weghauen. Dann bekomme ich auch wieder schön Stahl raus. Wie viel sind denn das? 200 Kilogramm. Und die Bunkerziegel, die können auch weg. Ja, auf das Steingas freue ich mich ein bisschen. So, da kann ich jetzt mal die Kamera planen, die wir brauchen. Die machen wir mal aus Magmatit. Klassisch. Und zwar, unten wird das da sein für Dingens, für Sauerstoff. Es können eigentlich kleinere Kammern sein. Wir brauchen keine großen Türme. Obwohl, wenn ich das gesamte, die Kühlflüssigkeit loswerden will, dann wäre ein großer Turm gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, so zwei, das geht ganz gut. Bam. So, wie groß ist denn das? Ich möchte es gerne halbieren. Dafür braucht man eine ungerade Zahl. 19 ist eine schöne ungerade Zahl. Da machen wir 9. Dann trennen wir das mal da auf. Und zwar zwei, der zweite. So, das müssen auch 9 sein. Dann ist es 10. Von unten. Das sind 10, eine Kamera, das sind 11. Sehr gut. Habe ich gut gemacht. Da ist man stolz auf mich. dann erweitern wir den da oben um 1. Was war als 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist das 1? Ich hab dich aufgefasst. 10? 9. Okay, ich habe 2. Okay, jetzt aber. Gut. So, da brauchen wir Zugang. Einmal hier in der Mitte. Ich denke, da kann man gut bauen. So, dann brauchen wir noch einmal eine Trockenwand. Ich glaube, Trockenwände gehen da ganz gut. Auch wenn ich das nicht mag. Zweimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Ich hoffe jetzt nicht. 9? 9. Okay, es geht. Endlich. So, Klima. Wärmetausch. Magmatit. Granit. Obsidian wird, glaube ich, vielleicht reicht das sogar. Oh, es reicht. Ja, das reicht absolut. Sehr gut. Ich kann es nicht mal weghauen. Weg damit. Ich mache eine Trockenwand hin. Thermisch reaktiv. Wir nehmen mal mafisches Gestein. Oder ich könnte unten für Sauerstoff mafisches Gestein hernehmen. Und oben Obsidian. So, wo ist mein Mafia-Gestein? Da. Ganz knapp. So, Obsidian. Lamm. Das sieht doch schön aus. So, wer warum hat denn da Kerstin? Die kriegt das schon noch hin. So, da brauchen wir eine Flüssigkeitspumpe. Die kann von mir aus Gold bestehen. Das ist mir egal. Wenn ich das betreibe, spielt da keine Rolle. Dann brauchen wir einen Hochdruckgasabzug. Ja, den baue ich einfach da rein und hier für Sauerstoff. Da braucht man noch eine Gasleitung raus. Obwohl, die andere Seite wäre eigentlich besser, wenn wir die von oben rausbauen. Obwohl. Besser auf der rechten Seite. Dann können wir da noch was Besseres reinbauen, damit wir das noch abschneiden können, falls es nicht passt oder sonst irgendwas. Gut, dann hätten wir das. Dann brauchen wir noch einmal das hier, isoliertes Rohr. Wenn ich noch einen Erwerber unten hätte.
Oder schneiden. Nee, überlege ich mir später. Isoliertes Rohr, das geht mit dem hier raus. Einfach dorthin. Dorthin. So, da brauchen wir noch Leiterkabel. Ich glaube, aus Eisen nehmen wir das. Und der kann auch die auf der linken Seite versorgen. Das kann er ganz gut. Bam. Dann brauchen wir hier noch eine Leiter. Geht einfach bis da runter. So, der ist immer noch am Verhungern. Nee, ist diesmal Saft und Barney. Ihr merkt das Kabel immer noch nicht fertig. Das hier fehlt. Das da unten nicht unbedingt. Das da unten braucht man nicht. Das da unten brauchen wir auch nicht. Okay, das haben wir gebaut. Okay, das fährt auf die Basis zurück. Dann brauchen wir noch die Radiatorrohre. Aus Aluminium, das habe ich gerade nicht. Ich müsste mal mein gesamtes Aluminium einschmelzen. Können wir das? Haben wir denn noch genügend davon? Nee. Einschmelzen. Wir müssen dann schauen, ob wir die hier vielleicht ersetzen können durch etwas anderes. Die Flüssigkeitstanks. Ja, aus Gold. Na gut. Ich glaube, der war hier. Anfangs dachte ich mir, das Aluminium, da wäre viel zu viel davon. Aber sobald wir hier in die Anlagen kommen, die halt sehr für diese, super, also nicht super schweren, aber für diese aufwendigen Sachen da sind, wenn wir diese Anlagen halt bauen, da verschwindet halt sehr viel Metall. Das ist halt, und ich verschieße halt auch ein bisschen was. Eigentlich gar nicht mal so wenig. Aber dafür bekomme ich Eisen wieder. Ist auch nicht schlecht. Deswegen verstehe ich die Vulkane hier schon. Die bringen schon was rein. Ich meine, ich könnte hier unten noch ein bisschen Metall sparen, wenn ich hier... Aber das mache ich sogar. Obwohl, das bringt mir Gold rein. Und ein bisschen Aluminium. Die reichen sogar für einen kleinen Transformator. Ja, ich baue den da rein. Obwohl, der könnte hier unten überhitzen, das wäre schlecht. Ich sehe nämlich nur CO2 und Erdgas. Wenn es notwendig wird, dann mache ich das, aber erstmal nicht. Waren die Bit-Generatoren eigentlich mal aktiv? Ja, die werden immer aktiver. Die werden immer wichtiger für die Anlage hier. So, Oxalit haben wir 2 Tonnen. Aber das reicht erstmal. Wir schalten die Anlage wieder ab. Gut. Upp. Okay. Wann kommt die Rakete wieder? Dann müssen wir die nochmal umbauen. Ja, die müssen wir wieder nach oben setzen. Das mag ich nicht. Dann können wir das hier abbauen. Und das da. Da fehlt noch ein Stück. Ja, dann müssen wir das hier fertig bauen. Das dort unten, die kommen da nicht ran.